Ein recht herzliches Willkommen zurück zu Transportfieber 2 und dem Offenbar. Also, wie ihr seht, fährt der Zug gerade raus und wie ihr seht, liegt hier rein gar nichts. Der Zug fährt teilweise leer. Und ich habe noch was entdeckt. Wir haben noch ein größeres Problem. All dieweil unsere Trams werden ziemlich schlecht. Und deswegen will ich da gerade mal ganz kurz umswitchen. Das war jetzt zwar nicht das Beste vom Ei. Und zwar werden wir da das nehmen. Dann gucken wir weiter. Die Tram werden wir auch umswitchen. Aschaffenburg nimmt jetzt sogar Warnen. Oh, gut. Ja, ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Und wir werden jetzt ein bisschen die Trams umbauen. Das heißt, wir werden auch ein bisschen unsere Sachen machen, die wir nämlich haben. Das heißt, wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen ziehen. So. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen Holz. Unser Holz geht nämlich aus. Das reicht nicht mehr. Bedeutet nach Adam Riese Eva Fruchtzwerg, ich habe hier hinten noch einen Wald. Barco. Das nennen wir aber nicht Barco, das nennen wir Simmerdam. Auch wenn ich die Stelle jetzt umbenenne, ihr könnt gerne, wenn ihr Bürgermeister sein wollt in der Stadt, könnt ihr gerne euch daraufhin melden und könnt euch daraufhin bewerben und wir werden das dann sehen, wie wir das machen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier ein Durchgangsbahnhof bauen, 320 Meter, zwei Gleise Hochgeschwindigkeit. Bedeutet, wir können so, das heißt, wir müssen da rein. Das heißt, wir gehen hier an dem Berg vorbei. Könnten jetzt normalerweise, und das werden wir auch machen, weil wenn wir einmal gleich hier dran sind, werden wir das gleich mitziehen. Da haben wir das. So. Und da können wir nämlich die dann einstampfen und hier einstampfen. Das bedeutet, wir ziehen uns hier jetzt komplett raus. Der muss sowieso. Ja, okay. Das heißt, wir werden uns hier jetzt wir müssen jetzt hier erst einmal das wegschmeißen.
So. Wir werden das Ganze im Pausenmodus bauen. Weil, ich will... das Ganze jetzt hier... mal ganz kurz... ziehen. Und da werden wir auch Paralleltracks dazu machen. So, das heißt, wir sind bis hierher durch. Okay, dann müssen wir hier noch... ja, jetzt haben wir die Straßen, die wir brauchen. Nein. Das bedeutet, wir können jetzt auch Kreisverkehre bauen. Das ist nice. Äußerst nice. So, und jetzt werden wir das Ganze so machen, dass das passt. Okay, jetzt ziehen wir uns hier raus. Und wir ziehen uns hier raus. Dass wir hier ein Kreuzdreieck drin haben. Das sieht ganz gut aus. Haben wir nämlich hier ein Dreieck drin. Signal Iduna. Werden wir nämlich gleich mal Signal setzen. Also Signalumbau. Weg. Da könnte man jetzt das und das könnten wir wegmachen.
weil dann haben wir da eins, da eins, da eins. Dann haben wir hier eins. Dann haben wir hier eins. Okay. Dann haben wir hier das Freigabesignal. Oh. Das war natürlich clever. So, dann geht's hier natürlich weiter. Da haben wir hier das Freigabesignal. Bis hier rüber. Dann haben wir hier ein Freigabesignal bis hier rüber. Und damit haben wir die Strecke auch erledigt. So, heißt, wir bräuchten jetzt einen Zug, der beides verbindet. Heißt aber auch, dass wir umbauen müssen. Könnte heißen, dass wir nochmal den Bahnhof jetzt wegreißen. So, bis dahin, dann werde ich gucken, dass wir den irgendwie gut dahin platziert kriegen. 320 Meter 2. Okay. Da muss ich wirklich jetzt mal gucken, ob wir das irgendwie hier beteiligt kriegen. So, und jetzt mal gucken, ob wir den hier hingezimmert kriegen. Mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie gedachst kriegen. Ja, er kommt noch dran. Sauber. Sauber. Heißt, wir können bauen nicht möglich. Oh. Kein.
keine doppelten. So, das heißt, wir kriegen hier das Freigabesignal dann. Und wir müssen noch umbauen. Entschuldigung. Damit fällt jetzt eigentlich komplett unsere Tramlinie weg, die wir hier gebaut haben. Nicht ganz, weil jawohl. Werkzeug, nee, Straßen. Ah! So. So, das heißt, wir haben die Anbindung jetzt hier zum Holz, Werkzeug und das heißt, wir machen ein Werkzeug. Neue Linie, Güterzug. Von hier und dann nehmen wir Orange. Hier, hier, hier und wieder hier. Kölle daneben Gleis geht auf 1. Passt. Okay. Normalerweise könnte der ja eigentlich auch durchziehen, aber er nimmt ja eigentlich auf dem Hinweg Material mit, das heißt, er nimmt von da aus Bretter mit und fährt dann nur leer hier hoch. Von hier nimmt er Holz mit, hält hier nochmal, lädt auf mit Werkzeug und fährt hierher. Und genau das gleiche macht der hier. Hier die Tram bleibt.
Also können wir eigentlich... Entschuldigung. Können wir eigentlich hier die Werkzeugtram jetzt umbauen. So, das heißt, Kölle da Werkzeug. Und Stammholzgüterzug ist okay. Bretter. Da müssen wir aber hier drauf. Die müssen wir aber alle nochmal ummodeln. Und da brauchen wir ein bisschen mehr. Jetzt lassen wir mal im Schnelldurchlauf durchlaufen. Und die Typ 1 ist da. Die gucken wir uns natürlich auch gleich an. Die kann 40. Die kann 60, kann 23, hat 2 Passagiere mehr, kann aber schneller fahren. Was? Die kann 50, die kann 60. Die ist schneller, die hebt es nicht auf. Das ist ganz gut. So, und dann hatte ich gesagt, auf die Offenbach. Damit kann die Gütertram raus. Und hoffentlich haben wir jetzt keinen Fehler begangen. Was wir natürlich getan haben. Halt, stopp. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Spedi. Wir müssen nur noch mal ganz fix die Sache ummodeln. Und die kriegt von mir wieder die Grün. Und dann müssen wir sie leider noch mal umschwenken. Weil, Hopsa. Na komm. Weil wir haben da einen Fehler drin im Plan gehabt. Das war jetzt nicht so klug. Wenn ich den Fehler jetzt nicht gemacht hätte, wären wir aufgeschmissen gewesen. Güterzug, Werkzeug. Offenbach Armee auf 2. Fährt easy cheesy durch. Das ist super. Aber dazu brauchen wir jetzt erstmal ein Na, okay. Wir brauchen nämlich noch ein So, und das heißt, Doppelkreuzungsweiche, alles easy cheesy.
muss ich das erstmal alles wieder einpendeln. Und dann müssen wir unseren ersten Zug holen. Weil wir brauchen definitiv mehr Holz. Weil der wird schon nicht mehr voll, das seht ihr schon. Und wenn wir den Zug, den wir holen wollen, die AE braucht schon mal 8 Millionen. Kann 100, 160 kann die, 120, 75. Dann noch mal 11 Millionen. Also das dauert jetzt eine Weile, bis wir das haben. Weil die können alles. Und können 111. Also 5 Waggons, 315 ist schon eine ganz schön heftige Sache. 200, okay, gehe ich auch noch mit. Aber hier 114, das passt erstmal. Deswegen müssen wir jetzt erstmal was anderes machen. Gütertram. Umbau auf dieses Teil. Die sind zwar noch gut, aber okay. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen an die Fahrgäste mitdenken. Wird dann auch bei Zeiten kommen, dass wir die Sache ziehen. Dass wir Personengüterzüge nehmen. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Erkältung, wie ihr schon in den Folgen zuvor gemerkt habt. Aber wir kommen ganz einfach nicht aus den Schulden raus. Wir müssen die Schulden abbauen. Und das wird einer der nächsten Aufgaben sein, die wir haben. Wir machen jetzt erstmal den Umbau auf die neuen Straßenbahnen. Auch beim Nahverkehr wird das die Sache sein. Was haben wir? Dann können wir das auch nehmen. Dann machen wir erstmal Kölle da. Die sind zwar auch gut, aber okay. Ich frage mich, was hier gerade so viel Minus macht. Das möchte ich echt gern wissen. Ich guck mal in die Linienstatistik jetzt rein. Ja, Linie 1, Bingo. Das ist die, die Minus macht. Das ist auch nicht ganz so gut. Ah! Dreh mal bitte rum. Und du drehst auch mal bitte rum. Jetzt läuft das Ganze wieder. Denn wir werden mal bei der Linie, und zwar Kölle da Werkzeug, okay,
Dann kriegt man das nämlich auch noch gedeichselt. Ah, okay. Hier müssen wir wieder die Ampel wegnehmen. Wie war das nochmal? Das könnte man auch ganz einfach. Okay. Wieso ist hier eigentlich eine Ampel, wenn hier keine Ampel sein soll? Oh. Ah, verdammt. Hab ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Weil hier ist eine Ampel, obwohl hier keine Ampel sein sollte. Da müssen wir jetzt mal gucken, was hier passiert. Stopp. Werkzeug. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Ampeln ein können, immer noch nicht. Okay. Aber warum ist hier eine Ampel, wenn hier keine Ampel sein soll? Wieso kann ich hier keine Ampel? Hä? Bin ich jetzt von vorgestern oder von vorvorgestern? ja, müssen wir wohl erstmal mit dem Problem so lange leben, bis das sich hier geklärt hat. Dann müssen wir eben hier die Seite abreißen, damit hier keine Ampel ist. Denn wir brauchen Fluss. Um nicht zu sagen Überfluss. Weil, wie gesagt, wir müssen da ein bisschen was machen. Ihr seht auch, dass sie jetzt schneller fahren. Die Bahn. Oh. Berlin. Ja, alles klar.
Aber wir kommen da nicht ran. Das nimmt uns jegliches Fahrgefühl. Wir schaffen das nicht in der Folge. Wir haben zumindest die Strecke gebaut. Das ist schon mal gut. Es kommt auch was rein. Also der kann gut produzieren. Die Produktion geht auch wieder hoch. Aber unbedingt brauchen wir einen Zug. Stuttgart Eisenbergwerk wurde gegründet. Gut. Das sind 8 Millionen, 6 Millionen, 3 Millionen. Ja, mit der kann ich leben. Wir müssen erstmal zurückzahlen, hilft alles nicht. Und das war erst einmal das Geld kriegen, was wir brauchen. Weil ansonsten haben wir echt ein Problem, was wir nicht bewältigen können. Und das möchte ich ungern, dass wir die Staffel schon wieder aufhören, weil ich pleite bin. Nix da. Läuft gerade. Und das Hauptquartier haben wir auch noch nicht gesetzt, oder? Nein, das Hauptquartier haben wir noch nicht gesetzt. Das können wir aber... Wo wollen wir das hinsetzen? In Ufenbach. Das können wir in Ufenbach hinsetzen, das ist gar kein Problem. Ganz gut in Offenbach platzieren. Aber dazu müsste man erstmal in die Gewinnzone kommen. So, damit haben wir unser Firmengebäude auch platziert. Sieht schäbig aus, erst einmal. Wie steht denn das? Na, ganz großes Kino. Das sieht nicht so schön aus. Dann setzen wir das da hin. Und werde ich gleich mal einen Screenshot davon machen. So gefällt mir das schon besser. So, alles klar, dann kann es hier weitergehen. Okay, dann haben wir das auch schon erledigt. So, was haben wir denn jetzt nochmal da? Wir müssen unbedingt einen Zug bringen. Die Junkers, ja, schön. Ausgebaut, sauber. Läuft das Ganze wieder. Ich will ein bisschen was verdienen jetzt.
Und dazu brauche ich ein bisschen Moneten. Millionen. Weil ich brauche noch einen Zug und da brauchen wir 11 Millionen. Der eine hat sich ja auch gelohnt. Das war zu viel des Guten. Wollte ich zu viel. Ja. Wieso mache ich jetzt so krassen Minus? Ups. Na, das ist klar. Na, da haben wir aber gut zu tun jetzt. Die ganzen Trams nochmal umändern. Oh, Backe. Das heißt, wir werden uns das Zeug wieder leihen müssen und müssen die Fahrzeuge jetzt, die schlecht sind, Schweig Logistik Brot. Ja, da müssen wir beides haben. So, dann haben wir Stuttgart. Fahrzeuge verwalten, da sind auch wieder drei schlecht. Was waren die eigentlich? Wir nehmen eigentlich das Brot mit. Könnte man eigentlich... Ach ne, die nehmen. Oder wir nehmen die. So, Pause. Umorientieren. Stuttgart Transfer, Fahrzeuge verwalten. Haben wir auch drei schlechte. Dann nehmen wir gleich die mittelmäßigen. Ja, das war mir klar. Nehmen wir die. Weil wir müssen jetzt wirklich auch darauf achten, dass unsere Fahrzeuge im Reinen laufen. Das vergesse ich nämlich meistens gerne. Dass uns die Fahrzeuge nämlich auch dann Kosten verursachen. Und das nicht zu knapp. So, Pause. Die nächsten.
Güter dran. Spedition Aschaffenburg. Da brauchen wir zwei. Fahrzeug verwalten. Da ist nämlich der Rest schlecht. Nehmen wir die mittelmäßigen. Zwei Millionen. Ach nee, die nehmen ja Steine wieder mit zurück, stimmt ja. Da war ja was. Ich hätte vorhin gleich die Sachen mit umnehmen können. Aber ich sehe gerade, dass die Folge schon wieder rum ist. Mann, ist das eine fliegende Zeitbombe hier. Streich die Bombe, ja. Also, sollte euch das Wirrwarr in diesem Video gefallen haben. Wir wollten eigentlich einen Zug machen, aber dann kamen uns leider hier die Umbaumaßnahmen von den neuen Fahrzeugen dazwischen. Also, wie gesagt, sollte euch die Folge gefallen haben, lasst mir bitte einen Daumen da. Daumen nach oben da. Solltet ihr Verbesserungswünsche haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Sollte euch die Folge besonders gut und noch besser gefallen und ihr wollt mehr davon, dann lasst mir bitte ein Abo da und ich sage in diesem Sinne tschö mit Ö, euer Offenbarer. Ciao.